Na gut, der hat sich am Fuß verletzt. Aber eigentlich wundert mich, dass da nichts drin ist. Warte mal, ich kann noch hier hoch. Nee, kann ich. Nee, kann ich nicht. Okay. Aber hier lang kann ich. Lolli. Yay. So, hier will ich mal nicht durchrushen. Sieht nämlich optisch ganz schick aus. Gefällt mir ganz gut. Hier ist doch... Okay, kann ich nicht kaputt machen. Schade. Schade, schade, schade. Hier natürlich ist auch eng genug, damit ich keine Dämonen rufen kann. Da sieht doch schon wieder aus, als gibt's Ärger. Habt keine Angst. Es ist Zeit anzugreifen. Das ist eine heldenhafte Bayonetta. Der hat aber schon ein Auge verloren. Ich würde gerne wissen, wie. Our true enemy lies ahead. Leave this beast to my servant. Follow me! Komm mit dem Zug nicht klar. Kriegszug Go-on. Go-on. Was? Ein Kriegszug. Ja, kann man mal machen. Being drafted now, am I? Also bin ich wohl am Zug? Alles klar, dann wollen wir dir mal Dampf machen. There's nothing worse than unwanted. Guests taking root. I'll just have to stamp you all out at once. So, mit L Schienen legen. Ja, ich drück L, damit kann ich nur meine Waffen wechseln. Warte mal. Ich komm wieder, aber wie? Und wie soll ich das wechseln? Okay. Geht. Nur lass mal meine Energie wieder voll machen. Und dann kriegen wir das hin. Hä? Dann stimmt aber... Verstehe ich das aber nicht.
Sick die Schienen legen, ja. Meine mal. Oh, wenn die Kamera dir im Weg ist, ne? Wenn die Kamera dir im Weg ist. Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Das war jetzt Zufall. Ich habe einfach nur irgendwie X und A gedrückt, damit wir halt vorankommen. Das Vieh sieht komisch aus. Virga. Ich habe fast... Ich hätte beinahe Viagra gelesen. Der hat zwei grinsende Arschlöcher. Ich komme mit dem Zug nicht klar. Das mit dem Zug hätte hinkriegen sollen, hätte ich nicht gecheckt, weil die Zeit halt bei dem Schienenlegen, du brauchst einfach zu viel, du musst halt wissen, wie du die Schienen legst und dafür brauchst du Zeit, aber dafür müsste sie theoretisch stillstehen und das ist hier halt leider nicht passiert. Dann bleibe ich lieber bei der Madame Butterfly, aber ich habe das Gefühl... Falscher Knopf, Entschuldigung. Feiern die uns gerade?
Okay. Frage ist, wo wollen wir lang? Wollen wir hier lang oder hier? Was ist das mit? Wie? Guck mal, wie schnell die ist! Wie soll mir diese kann mir jemand sagen, wie man die Katze kriegen soll? Die kannst du doch nur als Drache kriegen. Außer wenn du halt... Warte mal. Ich will mal was probieren. Was habe ich denn... Wie soll man diese verfickten Katzen kriegen? Nee, verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, was sie sich bei diesen Katzen gedacht haben. Sorry, aber liebe Entwickler. So krass ich euch auch feier. Mit den Katzen, die Katzen habt ihr zu gut gemeint. Ich weiß nicht, wie ich die kriegen soll. Sobald ich in die Nähe komme, ist sie fort. Mit dem Drache kannst du halt auch nicht. Bist du nicht schnell genug? Geht sogar. Es ging sogar. Ich muss schon wieder pullern. Ich bin trink viel zu viel Zeug. Viel zu viel. Ich muss die ganze Zeit durchspülen. Na, bis gleich.
Tja. Ich will zwar nichts sagen, aber wenn ich mal so gucke, was hier so draußen rumrennt. Habe ich das Gefühl, dass die Stadt hier am Sterben ist. Wo ist ein Frosch? Also ich finde es gut, dass wir die Frösche nur finden muss, aber die Katzen, also wenn ich jetzt alle brauche, in einem Level, dann weiß ich halt nicht, wie wir das hinkriegen sollen. Bei den Katzen habt ihr es gesehen. So, machen wir mal. Na komm. Und wie soll ich die kriegen? Super. So, hier lang soll es wahrscheinlich hier lang gehen. Wunderbar. Haben wir hier nochmal ein Gate of Hell? Das klingt doch gar nicht mal schlecht. Ich will aber mal gucken, ob ich noch irgendwo ja, 3000. Spinne gefällt mir ganz gut. Ups. Ja, die Madame haben wir fertig, ne? Ah, falscher Knopf. Schon wieder. Alter, 3000. Okay, das sieht cool aus. Verwenden wir es mal. Hallo. Welcome to the Gates of Hell. Rodians Schätze.
Supergeisel, ein magischer Handspiegel, der Flinkwandlungskugeln enthält. Wird im Set mit der Kugel Tokio Pastell und verschiedene Haarfarben verkauft. Katapultmagnet, ein Magnet, der wie ein drachenartiges Katapult aussieht. Auf ihn, um Violas Zimmer damit zu dekorieren. Ich kann Violas Zimmer damit dekorieren? Da frage ich nicht, oder? Tragische Liebe. Von denen habe ich 5. Hier. Ja, haben wir alles. Die Bar sieht nicht schlecht aus. Gut, Gates of Hell hätte ich jetzt vielleicht nicht ausgewählt. Aber so von der Optik her. Oh nein, so eine Scheiße. Da habe ich mir schon fast gedacht. Hättet ihr das mit Gegner machen müssen? Natürlich sieht man es jetzt gerade nicht. Was war das denn? Alter Schwede, das mit dem Zug ist echt ein bisschen... Ist ein bisschen weird. Ist ein bisschen übertrieben, weil der halt einfach nicht stehen bleibt. Muss man halt sagen. Das war... Ja. So, mit der Steuerung muss ich halt noch halbwegs klarkommen. So ein bisschen zumindest. Sonst... Sieht's ganz gut aus. Hier liegen noch ein paar treue Soldaten auf dem Fußboden. Die müssen wir rächen. Oh nein, wieder so ein Kram. Ich bin doch ausgewichen. So, jetzt müssen wir mal gucken.
Okay. Da muss ich nochmal ran. So, wenn die Zeit stehen geblieben ist, kann ich ja machen, was ich will. Oh, ist das gemein. Oh, na. Oh, ist das gemein. Warte mal, hier will ich erst nochmal gucken, wo ich lang muss. Ich glaube, links. Muss ich. Sollte ausreichen. Ja, ich war doch hier schon richtig. Ja, passt doch. Super. Immerhin. So, gibt's wieder einen Lolli. Und da hinten ist auch wieder unsere Sister am Fighten. Ah, ne, ist die Viola. Ihr macht sich gut. Irgendwas an dir weckt meinen Beschützerinstinkt. Hier werden sie. Ernsthaft? Ernsthaft? Er hat gerade ein Riesenmonster besiegt und dann kommt eine Glocke und dann wird die klaustrophobisch. Oh, komm schon. Toll, dass es dir gut geht. Ich kümmere mich um die bösen Jungs. Ja, ich hab's gesehen. Geht. What was that? You wouldn't happen to be. Hey, don't get it twisted, okay? Ich leide sowas von gar nicht in der Klaustrophobie. Ah ja, okay. Die Musik ist cool. Ich will das ein bisschen höher, lauter haben. Now you've done it. Ready for a whole time. Warum kann ich es nur mit dem...
So, jetzt muss ich aber noch mal ein bisschen. Zu. Okay. Ich will es ja nicht sagen, aber. Yo. Herrlich. Wunderbar. Bei der Musik habe ich Bock drauf zu hauen. Na komm, gib den High Five. Okay, das war lustig. Auch wenn sie Bayonetta mehr genervt hat. Was haben wir denn bekommen? Wieder Strohlen. Ich trinke zu viel Eistee, okay. So anyway, I was worried you might be floating in the asshole of the multiverse or something. Oh, and I didn't need your help back there. I could have squashed a bug like that myself. Ja, genau. I was just waiting for the right moment, okay? Eingesperrt in der Glocke. Sweet finisher and put it down for das ist ausweichen. Worry about yourself, my dear. Lesson one. Carelessness will get your tail snipped, Kitty. I told you not to call me that. Anyway, did you find it? So the chaos gear was really there. If the hypothesis is right, with five of these chaos gears and help from Dr. Sigurd, the Alphaverse is just... Huh? If these little things are really so important, then I'd better hold on to them for now. Maybe a bit too heavy for your little paws, Kitty. Oh, don't make me say it again! My name is Viola! V-I-O-L fucking A! Viola! Ja, ja. She's really under your skin, huh, kid? Macht dir ganz schön zu schaffen. Und falls du den Spitznamen loswerden willst, musst du dich vor ihr beweisen. Das stimmt. Enchanting and enticing. But I think you can show me more. Was ist denn heute los? Ich muss die ganze Zeit strullen. Das geht doch nicht. Ich trinke kein Eistee mehr.
Eieiei. So. Starten wir mal. Nächstes Kapitel. Müssten wir eigentlich auch mal wieder machen. Sons of the Forest gemeinsam spielen. Mit dem Justin, mit dem Andy. Luca? That's right. The one and only. L-U-K-A. Hang on. Have we met before? I think I'd remember you, Riot Girl. Extra ingenue. You. It's time I got going. Gotta find that voice. Later, ladies. Der knallt doch wieder bestimmt irgendwo dagegen. Kitty, why don't you look after him for me? What? Me? By myself? Lesson 2. Lektion 2. Learn to fight for others. Lerne für andere zu kämpfen, nicht nur für dich selbst. I'm sure he'll das wird sicher ein tolles Training. And besides. Und außerdem. What? You don't need my help, right? Brauchst du meine Hilfe doch gar nicht, oder? Ach ja. Die Viola. Okay. Map Dachi, drücke wiederholt X für schnelle Hiebe und halte für besonders starke Hiebe. Okay. Okay. You're up. Come back, Josh. Alter. Wie schnell die Viola, hm? Ich muss mich erstmal ein bisschen an die Viola gewöhnen. Aber die ist zumindest im Kämpfen. Im Rennen ist die wesentlich schneller als die Bayo. Nein. Die Zusatz-Challenges mache ich jetzt erstmal nicht, weil die relativ schwer sind und sehr viel Zeit fressen. Und das will ich eigentlich erstmal vermeiden. You're up.
Super. Das lief gut. Die Frage ist, wie viel von diesen... Oh, ich habe eine Menge gekriegt. Ich habe davon eine Menge bekommen. Warte mal, diese Richtung muss ich... Scheiß hier holen. They must have fought hard. Right until the end. Fucking singularity. Luca's probably okay though, right? Diese prügelnden Mimics, ne? Meine Güte. Obwohl, Mimics sind immer scheiße. Die ersten Mimics, mit denen ich richtig zu tun hatte, waren Dark Souls 1. Und ja, das war kein Spaß. Aber warte mal, ich glaube... Okay. So now what? Da lang muss ich. Okay, dann kann ich ja hier theoretisch... hier noch ein bisschen Zeug sammeln. Gut, viel war es jetzt nicht. Eine Lolli. Ja. War ein bisschen schwach. Gut, ich könnte natürlich die ganzen Sachen noch zerstören, aber... Wozu? Wozu die Einrichtung platt machen? Sieht doch ganz schick aus. Die Musik, wenn die Viola kämpft, gefällt mir ganz gut. Die macht... Ja, Pep. Ich würde gerne wissen, wer das gesungen hat. Ob man sich den Soundtrack kaufen kann? Würde mich interessieren. So, hier gibt es noch was zu sammeln. Irgendeine Karte. Die mich aber eigentlich nicht interessiert. So, diesen guten Typ muss ich also unter Beobachtung stellen. It's getting hot in here. Wieder die ganze Zeit am Eistee süffeln und gleich bin ich auch gleich wieder am Sprühen. So. Luca, wait! Yo. You can take a break anytime now. Du darfst gerne mal eine Pause einlegen. Mal langsam, man könnte meinen, er wird taub. Ich glaube, das tut er auch. Ich weiß es nicht. Whoa, careful! Are your eyes on your feet? Watch out! And not a word to say? Damn kids these days! Das ist vielleicht ein Halodri. Meine Güte. Warte mal, ist da unten irgendwas? Das sah für mich nicht so aus. Get
Au. Entweder bin ich in der letzten Zeit zu viel am Zocken oder ich werde alt. Aber wenn ich so viel von den Knöpfen drücke, dann wird es hier ein bisschen schwach. Empfinde ich gerade ein bisschen als anstrengend. Aber ich habe auch theoretisch jetzt in den letzten Tagen nur den Controller in der Hand gehabt.